Hallo, hier ist Edda, eure Personal Trainerin. Und wir haben heute ein paar schöne Übungen, für die wir ein rundes Gummiband benötigen. Es würde auch ohne gehen, aber es ist so ein bisschen der Kick noch dabei. Ja? Kräftigen tun wir fast den ganzen Körper, Rücken, Nacken, Beckenboden, Beine, Gesäß, Bauch, alles dabei. Viel Spaß! Wir lehnen uns an eine glatte Wand und das Gummiband nehmen wir einmal in den Bereich der Knie, also oberhalb der Knie, das Gummiband anbringen. Dann stellen wir uns mit den Füßen ca. 20 bis 30 cm weg von der Wand, Rücken und Nacken lang und gehen nach unten. Versucht also eine Position mit den Knien in den rechten Winkel. Das ist dann schon etwas anspruchsvoll. Macht also erstmal so, wie es für euch möglich ist. Vielleicht seid ihr weiter oben. Je weiter ihr nach unten kommt, umso anspruchsvoller. Und wir brauchen das rutschfestes Schuhwerk hier. Ja, noch dazu Bauch, Becken, Boden eingezogen. Und mit dem Rücken und mit den Armen ziehen und schieben wir uns erstmal kräftig gegen die Wand. Wir lassen also das Kinn zur Brust, den Nacken lang, immer mit der Ausatmung ziehen wir Schultern, Arm, Rückseite, flache Hände, Handflächen bis zu den Fingerspitzen mit der Ausatmung fest gegen die Wand, Kinn zur Brust, Nacken lang, halten die Position und hierfür brauchen wir die Spannung im Bauch und Beckenboden immer mit der Ausatmung auch den Brustkorb flach ziehen, den ganzen Rücken, Schultergürtel, Nacken, Hinterkopf, Armrückseite fest gegen die Wand und mit der Einatmung wieder locker lassen. Ihr habt schon gesehen, die Intervalle dürfen ein bisschen länger sein, die Spannung ein bisschen halten, Kinn zur Brust, Nacken lang, immer aber auch Beckenboden kräftig einziehen und locker lassen. Wenn wir die Spannung im Bauch und Beckenboden halten, dann geht der Atem seitlich in die Rippenbögen hinein. Und jetzt zusätzlich, immer wenn wir die Armrückseite fest gegen die Wand oder gegen die Tür pressen, die Knie auseinander, unteren Rücken fest gegen die Wand lehnen und die Knie einmal kräftig zusammen. Einmal kräftig auseinander und immer die Körperrückseite gegen die Wand lehnen. Dann lassen wir nochmal die Knie mit kleinen Bewegungen nach außen ziehen. Körperrückseite und besonders Schultergürtel und Rücken fest gegen die Tür, gegen die Wand und locker wieder nach oben schieben. Wir bleiben in der Position mit gestreckten Knien erstmal hier, merkt ihr schon, das ist recht intensiv für den ganzen Körper, für die Beine und immer mit der Ausatmung die Kniekehlen strecken. Wir haben die Beine mit Abstand, ist also immer ein bisschen Zug auch auf unserem Gummiband. Mit jedem Strecken ziehen wir also gleichzeitig die Knie auch nach außen und strecken die Kniekehlen. Kinn zur Brust. Nacken lang. Einmal locker ausschütteln die Beine. Und nächste Runde ist nicht ganz so tief. Die Muskulatur ist schon etwas ermüdet. Wir bleiben also mit leichter Beugung in den Knien hier und konzentrieren uns nochmal auf den Bereich Knie, Beininnenseite, Beckenboden. Das heißt, die Füße sind etwas breiter aufgestellt. Die Hände habt ihr locker in der Hüfte. Und einmal ziehen wir die Knie weit nach außen. Da können auch die Füße mit auf die Außenkante rollen. Den unteren Rücken immer fest gegen die Wand, gegen die Tür lehnen. Und dann mit der Ausatmung die Knie fest zusammenpressen. Und trotzdem wieder den unteren Rücken fest gegen die Wand. Immer mit der Ausatmung Bauch, Beckenboden kräftig einziehen. Dann nehmen wir wieder den Oberkörper dazu. Rücken, Nacken lang. Wir konzentrieren uns also darauf, dass wir einmal die Knie fest zusammenpressen. Rücken, Nacken lang fest gegen die Wand schieben. Vor allen Dingen den unteren Rücken fest gegen die Wand. Aber auch den Brustkorb flach, Mitte des Rückens. Und beim nach
außen gehen, kräftig ausatmen, auch wieder Körperrückseite fest gegen die Wand schieben. Durch das fest Zusammenpressen der Knie erreichen wir den Beckenboden. Durch das kräftig nach außen Schieben der Knie erreichen wir den Beckenboden. Und der Hüftbeuger wird mitgestreckt, dadurch, dass wir immer zum Ende der Bewegung auch den unteren Rücken fest gegen unseren Hintergrund ziehen. Und dann kommen wir wieder zum Stehen mit der Ausatmung. Die Fersen vom Boden lassen. Wir sind also auf den Fußballen, immer die Kniekehlen strecken, strecken, strecken. Das Band ist unter Spannung. Da haben wir also die Beinmuskulatur, Beinaußenseite auch gleich immer mit dabei. Gesäß ist mit dabei, Bauch, Beckenboden einziehen. Und wir lassen nochmal das Band unter Spannung oberhalb der Knie. Wenn wir jetzt einmal nach außen und einmal vor dem Körper und einmal hinter dem Körper immer das Band unter Spannung. Zum Ausbalancieren könnt ihr die Arme zur Seite nehmen. Brustkorb streckt, Nacken lang. Das Bein wird in alle Richtungen gekräftigt und mobilisiert und der Beckenboden ist mit dabei zur Koordination. Bauch ist eingezogen, unterer Rücken schiebt nach hinten heraus. Schultern sind nach hinten unten, Arme ausgebreitet. Und dann wechseln wir. Anderes Bein steht nach außen, von nach außen, hinten. Das Band ist immer unter Spannung. Dadurch kräftigen wir zusätzlich zu Gesäß und Beinaußenseite auch den Beckenboden. Und wieder locker lassen. Einmal locker auf den Fußballen federn. Das Band können wir einmal abmachen. Dann bleiben wir in leichter Kretschstellung, Beine locker ausschütteln. Lassen uns mit den Handflächen an der Beinvorderseite langsam nach unten sinken. Besonders die Kniekehlen strecken jetzt hier. Wir lassen Kopf, Schultern und Arme ganz locker den Rumpf der Schwerkraft folgen. Und das Gewicht des Oberkörpers zieht uns hier in Gesäß- und Beinrückseite in die Dehnung. Wenn wir wieder nach oben aufrollen wollen, ziehen wir kräftig Bauch und Beckenboden ein. Mittlerer Anteil des Beckenbodens, After Schließmuskel nach oben innen ziehen und mit dem unteren Rücken beginnen, Wirbel für Wirbel nach oben aufzurollen. Schultern locker lassen. Da wir auch die Oberschenkelvorderseite stark beansprucht haben, wollen wir die Oberschenkelvorderseite noch ein bisschen dehnen. Klassische Variante, ihr könnt euch hier auch ausnahmsweise festhalten, damit wir uns besser auf die Dehnung konzentrieren können. Mit der rechten Hand nehmen wir den rechten Fuß und die hauptsächliche Dehnung entsteht dadurch, dass wir nun mit der Ausatmung die Hüfte strecken. Ja, die Verbindung zwischen Hand und Fuß besteht. Da brauchen wir aber gar nicht kräftig mehr ziehen. Wir lassen einfach den Arm und die Schulter nach hinten gestreckt. Die Hand hält den Fuß und mit der Ausatmung spannen wir Bauch und Beckenboden an, aktivieren das Gesäß und dadurch kommt die Streckung in die Hüfte, Hüftbeuger und Oberschenkelvorderseite. Dann können wir natürlich die Dehnung verstärken, indem wir hier weiter nach hinten ziehen, aber wichtig ist immer, dass Bauch, Beckenboden und Gesäß aktiv sind. Mit der Ausatmung weit nach hinten ziehen und dann lassen wir locker, wechseln. Rechtes Bein steht, linke Hand am linken Fuß. Erst die Verbindung halten, Arm, Schulter nach hinten. Mit der Ausatmung Gesäß anspannen, Bauch, Beckenboden einziehen. Und mit Hilfe des Gesäßmuskels streckt hier die Hüfte und die Oberschenkelvorderseite. Ja, erst dann zur Verstärkung der Dehnung können wir hier mit dem Arm weiter nach hinten gehen. Ist aber eine aktive Dehnung, das heißt immer mit der Ausatmung kräftig Bauch, Beckenboden einziehen, Gesäß anspannen, um das Bein nach hinten zu schieben oder zu ziehen und die Verbindung zwischen Hand und Fuß verstärken die Dehnung. Einmal
locker lassen, tief durchatmen und schon seid ihr fertig mit dieser Einheit. Einmal für den ganzen Körper fit. Danke und bleibt gesund.